Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir sind gerade auf dem AF-Wochenendtrip und wir haben uns da was Kleines überlegt, was wir mal ausprobieren wollten, was wir einfach testen wollten. Deswegen werden wir jetzt drei verrückte Kopfbauarten testen und einfach mal gucken, ob das funktioniert oder ob wir sterben. So, als erstes fangen wir, glaube ich, einfach mal an, die Köpfe zu bauen. Ja, Leute, dann starten wir auch direkt als erstes mit meinem Kopfbau. Tabak ist hier neben schon vorbereitet. Ich rühre den nochmal um und dann starten wir. Wir machen ja drei verschiedene Kopfbauarten. Ich mache Kopfbauart hügeliges Overpacking. Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Kopf relativ normal voll. Aber jetzt haben wir leider keinen professionellen Funnelstopfen am Start, oder? So, also mein Plan ist, ich mache überall normal viel Tabak hin und dann an manchen Spots kommt ein sickes Overpack. Boah, wir haben sogar Funnelstopfen am Start hier. Wofür steht denn DNKN? Das weiß ich auch nicht. Könnte das etwa irgendwie so drückt nicht, kratzt nicht sein oder so? Das ist möglich. Das passt ja voll gut zu deinem Motto dann. Das, ja. Das hat anscheinend irgendjemand mal benutzt und das sieht schon ganz nice aus, oder? Okay, also bis jetzt ist der Kopfbau natürlich komplett normal, aber spannend wird es dann gleich, wenn wir überall mit dem normalen, fluffigen Vollkontakt, sage ich mal, durch sind. Dann könnte das Ganze witziger werden. Was die anderen Jungs bauen, das seht ihr dann gleich noch im Kopfbau von denen. So wäre mein normal gebauter Kopf jetzt fast fertig. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen verteilen oder so. Aber heute machen wir uns einen kleinen Spaß. Heute nehmen wir nochmal vier Gabeln und legen die einfach so hier. Einmal da einen Riesenhaufen. Also warte, so seht ihr es gut. Hier einen Riesenhaufen ist klar. Ja, einmal hier einen Riesenhaufen. Ich würde sagen, ich mache drei so fette Gabeln versetzt. Hier einen Riesenhaufen. Das ist Atom-Overpack-Setup. Und dann kommt hier noch ein fetter Haufen hin. Und jetzt, ohne krass sauber zu machen, nehmen wir den Funnelstopfen raus, droppen den auf den Boden und die Gabel auch und setzen hier ein HMD drauf. Das ist mein Setup. Scheiße, was tun wir hier? Oh, fuck. Das ist mein Setup. Oh, der verrutscht schon hier. Also das ist mein Setup. Ich bin echt gespannt so. Vielleicht hat man ein bisschen Airflow außen durch oder so. Okay, das ist auf jeden Fall mein Kopf. Wir kommen zum nächsten Kopfbau. So, Freunde, bei mir ungefähr das gleiche. Relativ einfach gehalten. Wo ist die Gabel? Hier drüben. Perfekt. Bei mir gibt es einfach ein Overpacking der Hölle. Ich war noch nie ein Overpacking-Freund. Ich klatsche jetzt einfach den Tabak hier rein und wir gucken, was da passiert. Natürlich am Anfang erstmal ganz normal den Tabak reinballern und dann zum Schluss geben wir nochmal ordentlich den Drip oben drauf. Damit das Ganze auch gut fittet. Und dann schauen wir mal. Also bei Marvin sah es schon wirklich sehr, sehr wild aus, das Ganze. Bei Marvin, man kennt ihn. Bei Marvi. Die Gabel ist ein bisschen suboptimal, muss ich sagen. Findest du? Ich finde die saugeil. Also die sieht nice aus, aber die holt mich jetzt nicht so ganz komplett ab. Also nicht voll. So, hier drüben sieht es schon mal gar nicht so verkehrt aus. Aber da geht noch was, oder? Ja, ja, sicher. Ich fange ja gerade erst an. So, wir machen uns noch warm. Verstehe. Ja, ja, wir machen uns erst ein bisschen warm. Und dann kommen wir so langsam zum Finale. Weil das sieht jetzt auf jeden Fall schon sehr schmackhaft aus, muss ich sagen. Leicht also, ist noch ein Kontakt, ne? Ein bisschen. Ganz leicht. Welche noch? So für einen Anfang kann man das machen. Und ich finde. Oh, nee, warte. Man muss den Panelstopf noch rausziehen können. Ja, ja. Also wir gehen bis oben ran, würde ich sagen. Das heißt so, verteilen das wenigstens ein bisschen. Dass das nicht komplett übertrieben wird. Ich meine, so ist. Ein bisschen geht aber noch, oder? Ja, geht noch ein bisschen. Ja, ein kleines bisschen geht noch. Na, dann hauen wir da nochmal was rein. Wir wollen ja heute in die Extreme. Dann hauen wir hier drüben noch was rein und hier oben. Und dann setzen wir den hier an der Seite so ein bisschen ran. Ja, dass wir auch alle Löcher schön füllen. Oh, guck mal, hier haben wir da noch was. Hier können wir da noch rein. Ja, und dann finde ich, ist das eigentlich ein schönes, entspanntes Abstandssetup. Wenn wir jetzt schauen. Ich glaube, den musst du nochmal schräg halten, wenn es irgendwie geht, damit man warte, sich das damit nichts reinfällt. Okay, ja, ja, so sieht man's. Ja, ja, Schmeckofatz. Ich würde sagen, jetzt noch kurz den Rand hier ein bisschen begleichen. Also ich habe meinen richtig rotzig gelassen. So. Ja, läuft. Das sieht doch gut aus. Dann drittes Köpfchen. Wir sind beim letzten Kopfbau angelangt. Diesmal wird ein halber Kopf nur gefüllt. Das heißt, wir füllen den Kopf halt nur zur Hälfte. Ah ja, gut erklärt. Ich wollte es halt für die ganz Doofen nochmal erklären. Nur zur Hälfte füllen, das heißt, wie so ein Strich einmal durch die Mitte gezogen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gut Fremdluft ziehen, aber das ist ja genau das Ziel. Es wird auch der kürzeste Kopf wahrscheinlich werden, weil er schon fast fertig ist. Das ist übrigens der neue Kopfbau für Shisha for Everyone, Simon, damit es nicht zu hart ballert. Genau, das ist, wenn ihr den Dark Blend vergisst, das ist auch für die Tabaksparer unter euch.
ja, ich würde jetzt schon fast sagen, ein bisschen schön machen hier. Digga, ich komme mit der Gabel nicht zurecht. Aber mit meinen Fingern auch nicht, oder? Ja, ich würde sagen, da haben wir den Lack schon fertig. Da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Yes. Oh, wow. Fertig. Mit Teller sogar. Ja, Kopfbau habt ihr gesehen, Leute. Wir hauen jetzt mal unsere Smokeboxen oben drauf. Der eine Kopfbau verrückter ist. Alter, hoffentlich fällt da nichts runter. Also ich sag, was ist denn eure Einschätzung jetzt? Was sagt ihr? Welcher wird am besten funktionieren? Welcher wird am schlechtesten funktionieren? Ich sage, bei dir ist der Durchzugriff. Ja. Wird aber an sich funktionieren. Und ich sag, bei dir wird es am angenehmsten sein. Ja, aber wird nicht viel kommen. Ja, richtig. Denk ich auch, ja. Bei David wird eventuell wenig Rauch kommen. Bei uns könnte es übelst ballern. Du könntest wirklich noch die Chance haben, dadurch, dass du 1, 2, 3 oder 4 Seiten hast, wo Luft reinkommt und bei mir ist tot. Tot. Ja, dann Stichwort Schmidti tot. Wir holen mal unseren selbstgebauten Cola-Korb. Und ich bin mal ein guter Gastgeber. Ich fange mal irgendwie an. Kappa. Gut, erster Zug, Jungs. Ja. Soll jeder einzeln? Oder nacheinander? Okay, wir sind gespannt. Fang an. Achso, ich fange an. Ja, du fängst an. Du am meisten Leinwurst. Schön ordentlich? Ja, jetzt zieh mal da dran. Zieh, wie so ein. Oh, der Durchzug klingt. Krise. Oh. Oh. Den ersten Zug, Bombe. Ja, okay. Nicht zu kick, klar, aber Rauch ist noch scheiße. Ja, obwohl bei dir die Kohlen als erstes lagen sogar. Ja, stimmt. Aber gut, bei dir hat halt alles komplett Kontakt. Ja, bei mir ist ja stellenweise gar kein Kontakt. Das stimmt dann. So, aber der Durchzug ist bei mir RIP. Bei David ist der Durchzug sehr, sehr nice. Und sogar mehr Rauch als bei mir. Ja. Lass mal gleichzeitig ziehen. Jo, Rauch besser als meiner. What the fuck? Das ist besser Kopfrohr hier. Besser Kopfrohr. 50% Tabak sparen. Instant. Bei dir wird es auch weniger. Willst du auch einmal anheben? Stück. Was ist los? Musst du schon weinen? Ja. Was ist das? Digga, hier ist gar kein Durchzug. Hier ist. Der ist so kalt. Würdest du den mal kurz drehen? Ich dreh den mal. Alter, als ob ich 10 Jahre zurückgesetzt bin. Oh, guck dir mal die Noppen an! Ey Leute, das muss ich kurz. Kann das jemand mit dem Handy gerade kurz filmen? Ja. Leute, guckt euch diese Noppenabdrücke im Tabak mal an. Wild. Ganz, ganz wild. Ja, und das Pfannenloch ein bisschen zu, aber das ist. So, wir drehen den jetzt mal ein Stück. Oh. Und setzen den wieder drauf. Also, ich ziehe halt, wo ihr aufgehört habt, war ich vielleicht gerade mal bei 20% ziehen. Oh, wenn ich das höre, die. Bei mir, pass auf. Ich weiß nicht, ob man das im Mikro hört. Siehst du komplette Kraft? Ja, aber Rauchentwicklung ist bei dir am besten. Ja. Aber. Aber das wirklich so ziehen. Ja, wir switchen, glaube ich, gleich eh mal. Dann können wir die probieren, oder? Ja. Richtig übel. So, einen gebe ich mir jetzt noch. Ja, und dann tauschen wir mal, oder? Wir hören jetzt noch mal rein, Alter. So, überall hört man krass, schön. Ey, bei mir ist gerade was Spannendes passiert. Das hat sich eben durchs Ziehen noch mehr gelegt. Und ich habe gemerkt, wie der Durchzug runterging. Er hat jetzt Kontakt zum anderen Tabak. Und guck dir mal den Rauch an. Von instant 2 Züge bis jetzt. Schönes Zahnloch. Ich habe literally während dem Zug gerade gemerkt, Durchzug wie auf einmal hat man auch gehört, hat man auch gehört. Ja. Durchzug war weg. Minze hat gekickt. So mitten im Zug war auf einmal mehr Minze da. Wild. Ich kann das gar nicht. Warte, einmal noch. Dreh noch mal kurz ein Stück. Ja, du kannst ja nicht ziehen, ne? Ja. Wir drehen einfach ein paar Mal ein bisschen, weil dann könnte das irgendwann passen. Wird besser, oder? Minimal. Es geht so von Durchzug und wird immer geringer. Aber ich sag mal so, meinen könnte ich jetzt auch mal ein Stück drehen, nachdem. Ja, guck mal, aber krass, ja, guck mal, das sind du genau siehst richtig. Ja. Kannst du das nochmal filmen? Man sieht halt richtig krass die dunklen Stellen hier, wo die Smokebox heftig auflag. Und jetzt hat sie auch langsam Kontakt zu den anderen Stellen bekommen. Bei mir ist komplett RIP.
Also beide ist jetzt richtig, richtig nice. So, wir tauschen einfach mal. Wie wollen wir tauschen? Ich muss sagen, bei mir ist der Durchzug Chock, ne? Chockisell. Das ist mir. Weil was soll denn bei dir auf der einen Seite auch den Durchzug verhindern? Ja, also du merkst es, bei mir ist die Luft ziehen. Deine läuft Bombe. Ja, ne? Ja. Finde ich richtig gut, also. Vielleicht hätte ich noch mehr übertreiben. Vor allem die Kühler, Alter, ne? Ja, ist heftig, ne? So, die backen eben so. Also, kurzes Fazit bei dir, optimal, oder? Der ist richtig gut geworden, finde ich. Ja, du hattest den ja schon, ne? Nee, aber so man hört es ja vom Ziehen und vom Rauchen. Ja, Bombe, ja. Bombe, also wirklich. Den finde ich richtig gut geworden. Der ist halt zu lasch. Der fehlt es, absolut. Also, ich hätte erwartet, dass es noch schlimmer ist. Ja, aber man hat halt zu viel Durchzug, muss ich sagen. Also der lässt sich super, viel zu leicht rauchen. Zeig mir her, ja, den Ingo. Entlüften geht easy. Zieh mal als Erster. Der geht ja gar nicht. Gib dir mal Simon. Nö. Nö, einfach nein. Okay, also Felix Seiner ist auf jeden Fall tot. Ja. Das können wir sagen. Bei David geht's, aber man merkt halt. Ist halt weak, ne? Ja. So, du merkst. Also, aber würdest du mir den Kopf geben, hätte ich jetzt gedacht, ja, vielleicht ein bisschen viel Abstand oder so. Aber ich würde niemals drauf kommen, dass der nur halb voll ist. Darf ich kurz was zwischenwerfen, was ich witzig finde? Wir hatten ja kurz ein Fauxpas mit Kamera, bla bla bla. Darf ich zwischenwerfen, aber darf ich rauchen? Warte. Ich finde, der ist minimal angekokelt. Probier den mal. Deiner? Ja, ich finde, der ist, weil zu viel Hitze auf zu wenig Tabak. Probier mal vom Gefühl her, dass wir den erstmal abstempeln. Ich finde, der hat ein bisschen zu viel Hitze bekommen. Ja. Definitiv, weil es zu wenig Tabak ist. Weil es irgendwie so ein Zwischenspalt, was irgendwie so ein Zwiespalt ist, weil er schmeckt halt lasch, als ob er auf Abstand wäre. Ja. Aber es ist halt, als ob ein bisschen was Kontakt hätte, was ja auch irgendwie stimmt. Aber verrücktes Ding auf jeden Fall. Okay, aber das Einzige, was man eigentlich den Leuten ans Herz legen kann, um es mal zu probieren, ist Atom-Overpacking. Ja, weil er sich halt komplett, innerhalb von ein, zwei Minuten, komplett gerade zieht. Senkt und dann hast du ein schönes Vollkontakt. Aber dieser Moment... Der ist aber jetzt extrem gut heiß, Alter. Ja? Ja, ja gut, da hätten wir irgendwann hätten wir die dritte Kohle runternehmen müssen. Ne? Ja. Dann haben wir jetzt verkackt. Nee, aber wenn man den Hitzemanagement hinkriegt, ich glaube, das kann funktionieren. Ja. Ja, Leute, das war auf jeden Fall unser Test von drei verrückten Kopfbauarten. Schaut bei den Jungs vorbei, bei Schmitti und Dölet. Da wird es auch noch Videos zusammen geben. Wir drehen jetzt in Folge durch. Yes. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen. Und dann sehen wir uns bei den Jungs oder bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG, euer Schmitti und euer Dölet. Bye, bye. Tschüss. Ciao.